So, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir mal an dem MX-5 weitermachen. Und zwar möchte ich den Kopf abbauen. Ne, dazu gehört natürlich auch ein Zahnriemenwechsel etc. Und zwar den Kopf baue ich aber aus folgendem Grund aus. Ich habe vor einiger Zeit die Zündkerzen gewechselt und habe die Zündkerze am vierten Zylinder nicht rausbekommen. Habe mich gewundert, wieso, und mal nachgeschaut, und im Zündkerzenschacht ist der komplette Sechskant weggerostet. Da muss so Wasser drin gestanden und dieser ist dann mit der Zeit einfach weggerostet und somit lässt sich die Kerze einfach nicht mehr rausschrauben. Ich habe alles Mögliche in der Vergangenheit probiert, funktioniert nicht. Daher habe ich mich dann jetzt entschieden, den Kopf abzubauen, um dann in ausgebautem Zustand die Zündkerze auszubohren. Das werde ich euch dann natürlich auch zeigen, wenn wir soweit sind. Ja, ich würde sagen, viel Spaß dabei und wir legen los. So, und zwar zu Beginn, bevor wir den Kopf abbauen, dann geht ja die Kühlflüssigkeit durch. Lassen wir erst das Kühlmittel ab. In dem Fall haben wir unten eine Ablassschraube. Achtet darauf, dass ihr euch ein sauberes Gefäß drunter legt, sofern ihr das Kühlmittel wiederverwenden wollt. Und ja, wie gesagt, löst die Schraube und lasst das Kühlmittel dann einfach mal ab. So, wenn ihr merkt, dass das Kühlmittel nicht rausläuft, müsst ihr hier oben den Deckel vom Kühler öffnen, beziehungsweise vom Ausgleichsbehälter, falls ihr ein Fahrzeug im Ausgleichsbehälter habt. So, wenn das Kühlmittel abgelaufen ist, denkt daran, die Schraube wieder reinzudrehen. Nicht, dass zwischendurch immer noch wieder was rausläuft und euch dann den ganzen Boden voll tropft. So, ich ziehe jetzt nur handfest an, das reicht vollkommen. So, den Deckel erstmal wieder drauf. Und dann können wir loslegen, hier so ein bisschen was abzubauen. Und zwar bauen wir jetzt den Schlauch hier aus mit dem Thermostatgehäuse. Wir bauen das Thermostat aus. Außerdem werden wir an der Ansaugbrücke das Rohr hier abbauen, was zum Luftmengenmesser geht, damit wir auch an die Lichtmaschine vernünftig drankommen, da wir die auch lösen müssen, um den Keilriemen abzunehmen. Außerdem entfernen wir dann natürlich die Zündkabel, das Zündmodul. Dann müssen wir den Abgaskrümmer lösen und zur Seite schieben, sowie alles andere, was uns da irgendwie im Weg ist. So, als erstes nehmen wir hier den Stecker ab vom Temperaturfühler, legen den einmal kurz zur Seite. Und dann lösen wir hier die Mutter von dem Thermostatgehäuse. Nehmen hier im Prinzip das Thermostatgehäuse einmal so zur Seite. So, dann nehmen wir uns hier eine Zange und schieben die Schlauchschelle einmal zur Seite, damit wir den Schlauch hier schön einmal abnehmen können. So, jetzt geht's weiter. Wir machen hier einmal den kleinen Schlauch hier ab. Zack. Ziehen einmal. Oh, ist aber fest. So, hier runter. Der kann auch eigentlich komplett hier dran bleiben, weil wir den Ventildecker als Ganzes dann wegnehmen. Und dann hängt er halt hier einfach so ein bisschen dran rum. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. So, einmal den kleinen Stecker hier abziehen. Zack. Darauf aufpassen, dass ihr diese Klammer hier nicht verliert. Das ist nämlich ziemlich ärgerlich, weil die sichert nämlich die ganze Geschichte. So, dann geht es weiter. Unterdruckschlauch abziehen. Einmal beiseite legen das Ganze. So, den Gaszug müssen wir auch aushängen. Dafür einmal in Vollgasstellung. Und hier unten das Ding einfach so rausziehen. Dann lösen wir die beiden Schrauben und können den Gaszug als Ganzes zur Seite legen. So, damit ihr euch nicht ständig Gedanken machen müsst, wo welche Schrauben reinkommen, tun wir die hier jetzt einfach wieder rein und dann sind sie halt an ihrem Platz und können nicht verloren gehen. So, hier haben wir den Stecker vom Luftmengenmesser. Das gleiche Prinzip wie oben. Einfach die Klammer wegdrücken und dann den Stecker einfach abziehen. Die Klammer natürlich nicht verlieren. So, dann geht es weiter. Schlauch für Schlauch im Prinzip abmachen. Das hier abziehen.
So, dann lösen wir hier weiter. Wir wollen ja das ganze Powerrohr hier einmal raus haben. Also Schelle lösen. Beim normalen MX-5 habt ihr das jetzt im Endeffekt nicht. Das ist jetzt ein Umbau mit einer Airbox, die vor dem Kühler sitzt. Im Normalfall geht der Luftansaugschlauch hier vor dem Zylinderkopf entlang und mündet dann hinten im Luftfilterkasten. Aber das ist auch im Prinzip ziemlich selbsterklärend alles. Alles, was im Weg ist, einfach irgendwie erstmal abbauen. So, die Schelle ist los und der Luftmengenmesser hängt da schon runter. Jetzt haben wir hier noch zwei Schellen, die müssen wir jetzt auch noch einmal lösen und dann haben wir das ganze Rohr schon in der Hand. So, das gleiche machen wir jetzt noch auf der Seite. Das ist so eine Doppelschelle. Wobei, den müssen wir eigentlich gar nicht. Zack. Das ist nur so eine Muffe, die den Ansaugkrümmer bzw. die Drosselklappe mit dem Rohr hier verbindet. Und dann sehen wir hier schon den Schlauch und den können wir jetzt einfach so mit abziehen. So, Thermostat nehmen wir auch raus mit Dichtung, damit das Ding nicht in der Gegend rumfliegt. So, dann ziehen wir hier den Stecker ab unter der Drosselklappe und dann haben wir diesen ganzen Kabelbaum hier in der Hand und den legen wir einfach mal zur Seite. Dann geht es weiter. Wir haben hier jetzt die Lichtmaschine. Da müssen wir diese Schraube von hinten einmal anlösen und dann die Konterschraube hier lösen. Dann können wir die Lichtmaschine Richtung Motorblock bewegen. Dann entspannt sich der Riemen und den können wir dann abziehen. Dafür müssen wir einmal hier von hinten dran. So, dann kann man diese Schraube hier, die Konterschraube, so nach oben bewegen, damit wir dann die Lichtmaschine jetzt so nach vorne drücken können, um dann den Riemen hier einmal abzunehmen. So, und dann hängt er hier schon runter. So, es geht weiter. Die Schraube hier von der Ansaugbrücke muss einmal gelöst werden. Darunter ist ein Halter, der fixiert die Ansaugbrücke gegen den Motorblock. Deswegen müssen wir die einmal hier rausnehmen, damit wir den Kopf später mit Ansaugbrücke komplett abbekommen. Anschließend müssen wir die Einspritzdüsen einmal die Kabel abziehen. Das sind vier Stück natürlich. Die ziehen wir auch einfach nach oben hin ab. Ja, dann machen wir weiter. Ich mache jetzt einfach mal die Schläuche hier, diese Wasserschläuche ab. Weil ich habe mir jetzt überlegt, dass wir jetzt die Ansaugbrücke komplett abnehmen. Das ist dann im Ganzen einfach leichter, dann später den Kopf runterzunehmen. Deswegen ziehen wir jetzt diese Schläuche hier ab. Der Schlauch vom Ventildeckel muss runter. So, was muss hier noch ab? Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Das. Der hier hinten muss weg. So, dann ziehen wir die Schläuche nacheinander einfach ab. Ach, der hier musste gar nicht runter. Okay, mein Fehler. Dann machen wir die Schelle auch direkt wieder drauf. So, und dann geht's weiter. So, die Schläuche gehen hier hin. Legen wir nochmal direkt zur Seite. Okay, der war an der Drosselklappe. Zack. So, und zwar haben wir hier einen Kabelstrang, der an der Ansaugbrücke festgemacht ist. Das ist eine 10er Mutter hier unten. Außerdem ist hier noch hinter ein Stecker. So. Seht ihr, hier ist der ganze Kabelbaum mit Masseverbindung, also die dürfen wir später natürlich auch nicht vergessen. Hier ist dann das Kabel,
So, und hier hängt nämlich auch direkt die Einspritzleis, also das ist der Kabelbaum von den Einspritzdüsen mit dran. Gucken, ob wir die hier rausgefummelt bekommen. Natürlich nicht. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so. So, machen dann weiter. Dann haben wir rund um den Ansaugkrümmer mehrere Schrauben, die in den Zylinderkopf reingehen. Die werde ich jetzt einfach nach und nach lösen. Und dann können wir den soweit abnehmen, gucken, was da noch so dran hängt und den Rest dann auch noch abbauen. Ich nehme noch einmal hier den Behälter für die Wischflüssigkeit ab. Dann haben wir hier in dem Bereich noch ein bisschen mehr Platz. So, von unten sind das auf jeden Fall schon mal 4 Schrauben. So, ich habe jetzt eben noch die Stütze abgemacht, weil so komme ich nicht an die dritte sonst dran. Wie man sieht, hier ist der Zylinderkopf drangeschraubt von oben und das ist das Gegenstück, was am Motorblock hängt. So, dann geht es oben weiter. Den lösen wir jetzt auch alle mal raus hier. Ja, ich merke gerade, ich komme an die eine Schraube hier nicht dran, weil von unten die Kraftstoffleitung an die Rail dran geht. Da komme ich jetzt mit der Knarre nicht dran vorbei. Ich muss mir jetzt mal überlegen, wie ich das am besten hinbekomme. Ich versuche es jetzt erstmal mit einem 12er gekröpften Schlüssel. Ja, und das sieht auch gut aus. Ist natürlich jetzt eine Fummelarbeit, weil ich immer wieder neu ansetzen muss, weil ich hier nur nicht mal eine Viertelumdrehung hinbekomme. Deswegen dauert das jetzt auch noch mal ein bisschen länger. Aber ich merke schon, hier sieht man schon, das Ding ist schon lose. Woran wir jetzt gleich noch denken müssen, ist einmal die beiden Kraftstoffleitungen lösen. Und dann müsste das Ding ganz sauber rausgehen. So, die ganze Ansaugbrücke ist lose. Was wir jetzt machen müssen, ist die Kraftstoffleitung hier vorne lösen. Dafür nehmen wir uns einmal die Zange. Bevor wir die abmachen, sollten wir uns natürlich vorher merken, welche Leitung wo dran war. Deswegen mache ich hier einmal Kreppband dran. Und an die Leitung einmal Kreppband, sodass wir das später gut zuordnen können. So, jetzt lösen wir hier hinten noch mal ein paar Stecker. Das sind jetzt, glaube ich, 3 Stück hier. Dann können wir den Kabelbaum komplett zur Seite legen. Dann sind wir auf der Seite zumindest soweit komplett durch auch. So, hier unten ist auch noch so ein kleiner Stecker. Versuchen wir auch mal irgendwie abzukriegen. Ja, hier sind wir jetzt fertig, würde ich sagen. Also begeben wir uns jetzt mal auf die andere Seite und machen als nächstes mal den Krümmer ab. Das heißt, die ganzen Muttern hier einmal lösen. Ich tue das mal hier zur Seite, dann sieht man das besser. Na, und dann können wir den einmal so zur Seite wegschieben. Hier unten komme ich natürlich nicht dran, das ist ein bisschen zu eng, die ganze Geschichte. Da muss ich wohl mit dem Schlüssel wieder dran gehen. So, die erste Mutter ist schon mal ab. So, hier ist direkt der ganze Bolzen mit rausgekommen, ist aber nicht schlimm.
So, das ist übrigens ein Fächerkrümmer. Fächerkrümmer, das bedeutet, dass alle Abgasabgänge gleich lang sind. Das heißt, jeder Zylinder hat genau den gleichen Weg bis zum Sammelrohr, was dann da unten ist. Das gehen jeweils zwei Rohre in eins und dann wieder zwei in eins. Also sind zwei in eins Krümmer, so gesehen. So ein Fächerkrümmer, der dient einfach nur dazu, dass die Abgase schneller im Prinzip in den Auspuff gehen können und sich in so einem Gusskrümmer zum Beispiel, wo alle Zylinder direkt in ein Rohr reingehen, sich kein Gegendruck staut. Das heißt, wir haben weniger Abgasgegendruck nach unten und im Gesamten haben wir dadurch ja einen leichten Leistungszuwachs sogar. Also nagelt mich da jetzt nicht fest, wie viel PS, aber es ist halt eine Handvoll PS, die man dadurch herausbekommt. Man sollte sich jetzt nicht denken, dass man jetzt irgendwie direkt mal 30 PS mit so einem Krümmer macht. Also ich denke mal, wenn man 5 PS damit rausholt, ist das schon in Ordnung. So, der Krümmer ist los und dann können wir den zur Seite wegziehen. So, das sollte erstmal reichen. Und gleich, wenn der Kopf halt los ist, können wir den komplett, also den Kopf vom Krümmer komplett wegziehen. So, jetzt geht's weiter. Wir machen jetzt den Ventildeckel ab. Das heißt, die Zündkabel alle raus. Man sollte sich natürlich vorher merken, wie die Zündreihenfolge ist. Also hier ist der vierte Zylinder, hier ist der dritte Zylinder, der zweite Zylinder, der erste Zylinder. Und wie man sieht, sind die natürlich nicht in Reihe. Das heißt, wir können uns jetzt hier auch eine Markierung machen, damit wir später wieder wissen, wie die Zündkabel angeordnet sind. So, dafür nehmen wir unser Klebeband wieder und kleben das einmal um jeden Zylinder einmal drum, also um jedes Zündkabel, und können dann die Zylinderreihenfolge auch darauf notieren. So, und dann haben wir hier 1, 2, das ist hier 4 und das ist 3. Man könnte sich jetzt natürlich auf den Kappen auch nochmal Notizen machen, wenn wir jetzt einfach von links nach rechts gehen. Notieren, machen wir hier einen Pfeil und dann können wir uns hier auch 1, 2, 3, 4 machen, dass wir wissen, wie die dann später wieder angestöpselt werden. Ja, und dann ziehen wir die einfach raus. So, als nächstes müssen wir das Zündmodul ausbauen, die Schrauben. So, genau, das Zündmodul ist jetzt hier vom Zylinderkopfdeckel, also vom Ventildeckel gelöst. Jetzt können wir einmal hier alle Schrauben, die hier drumherum sind, einmal rausschrauben. So, und der Deckel ist los. Und wir können ihn abnehmen. Ja, wie geht's weiter? Wir müssen den Zahnriemen lösen. Dafür müssen wir den jetzt erstmal auf OT gleich stellen, aber vorher nehmen wir hier die Verkleidung ab, damit wir da besser drankommen. Dann lösen wir den Zahnriemen, arretieren die Nockenwellen und können dann die 10 Schrauben vom Zylinderkopf lösen. Und dann wäre der Zylinderkopf soweit bereit, ja, zur Demontage. So, ich mache jetzt hier vorne einfach weiter. Das sind auch alles kleine 10er Schrauben, die man hier lösen muss. So, dann kann die Verkleidung hier runter. Ist auch nur eine Kunststoffverkleidung. Und die legen wir dann einfach zur Seite. So, jetzt haben wir hier den Zahnriemen und die Nockenwellenräder. Und hier haben wir Markierungen drauf. Diese Markierung, einmal auf der linken, also auf der Ansaugseite, ist ein E, was hier unten auf den Pfeil zeigen muss. Und auf der Seite ist ein I. Das muss auch dann hier einmal drauf. Und das muss dann beides fluchten. Und dann haben wir auf jeden Fall die Einstellung erster Zylinder auf OT. So, und zwar drehen wir jetzt den Motor und dann sehen wir hier das E und hier das I und die beiden müssen hier unten fluchten.
So, wenn die Einstellung passt, sollte alles gut sein, aber ich habe ein Spezialwerkzeug dafür, deswegen kann ich die hier abstecken und dann werden wir gleich sehen, ob das so passt. Und zwar habe ich hier von Flying Miata einen Flaschenöffner mit Spezialwerkzeug. Da passen genau die Zähne hier zwischen. Aber wie wir sehen, passt das noch nicht so hundertprozentig. Das heißt, wir müssen noch einen Ticken nachdrehen. So, und das sitzt drin. Es ist fest. Das heißt, wir haben den Zylinder, also den ersten Zylinder, auf OT gestellt. Denn das ist nämlich später einfach unsere Referenz, wenn wir den Kopf wieder drauf bauen, dass wir mit der Kurbelwelle vernünftig fluchten können. So, und jetzt kommt ein kleiner Tipp von mir. Also ich habe das jetzt ganz bewusst so gemacht. Und zwar, das ist hier die Riemenscheibe für die Wasserpumpe. Diese sollte man natürlich lösen, bevor man den Keilriemen abnimmt. Passiert aber trotzdem, dass man den Keilriemen als erstes löst und dann dreht ja, die durch. Das heißt, wir können nicht mehr lösen. Hierzu ganz kleiner Tipp, 10er Schlüssel auf eine benachbarte Schraube gegenhalten und lösen. Und das machen wir jetzt einfach mit allen. Die nächste, gegenhalten und lösen. So, jetzt sind wir natürlich wieder bei der ersten angelangt. Die ziehen wir jetzt automatisch natürlich mit fest. Das passiert, aber wenn die einmal gelöst ist, kriegen wir die auch wieder lose, ohne weiteres. Wir können jetzt hier dann nochmal ganz leicht gegenhalten und können dann alle Schrauben nacheinander rausnehmen. So, und dann haben wir die Riemenscheibe hier los. Und der Keilriemen kann auch dann endgültig ab. Ja, dann geht's weiter. Wir haben hier noch ein paar 10er Schrauben, die hier drumherum gehen, in den Verkleidungen. Die müssen natürlich auch alle ab. So, hier drunter ist auch noch eine kleine Schraube, die müssen wir auch noch lösen und einmal rausschrauben. Und dann haben wir die Verkleidung, haben wir dann jetzt ab schon. Und hier ist die Spannrolle, die lösen wir jetzt einfach schon mal. Dann ist der Zahnriemen entspannt. Und wir können den Riemen hier abnehmen und danach können wir den Kopf runter machen. So, das ist eine 14er Schlüsselweite. Einmal lösen. So, und schon. Schraube raus. So, da müssen wir einmal hier die Feder noch aushängen. So, bevor wir die Spannrolle hier komplett frei haben. Die kommt neu, also der Zahnriemen, das kommt alles neu später. Und daher hier Schraube wieder rein. Erstmal und Spannrolle zur Seite. Ja, haben wir das geschafft. Ist der Riemen lose, können wir den hier runterziehen und zur Seite legen. Somit ist der Kopf jetzt komplett gelöst. Hier den einen Schlauch müssen wir noch abmachen. Und dann können wir die Schrauben am Kopf alle lösen und den Kopf abnehmen, sofern dahinter nicht noch irgendwie was ist, aber das werden wir ja dann gleich merken. So, jetzt wird es interessant, wir lösen jetzt die Schrauben vom Zylinderkopf. So, zum Lösen des Zylinderkopfs habe ich hier einen 12er Vielzahn, denn das sind alles Vielzahnschrauben und wir lösen den Kopf einmal im Kreis von außen nach innen, festgezogen wird der von innen nach außen. Zylinderkopfschrauben werden grundsätzlich auch immer nur einmal verwendet, da es sich hierbei um den Schrauben handelt. Das heißt, beim Festziehen dehnen die sich aus und sind danach nicht mehr zu gebrauchen. So, wir haben alle gelöst. Ich schraube die jetzt raus und dann gucken wir mal, wie weit wir denn dann kommen. So, und dann können wir die einfach alle nacheinander rausziehen. Man sieht, wie lang die sind. Nicht vergessen, hier sind Unterlegscheiben drunter. So, und im Normalfall müsste der Zylinderkopf ja recht locker runtergehen. Wir versuchen einfach mal nach oben wegzuziehen. Natürlich nicht. War klar, ich weiß nicht, wie lange dieser Motor jetzt zusammengebaut war. Ach ja, hier.
Er ist locker. Das heißt, wir ziehen ihn jetzt einfach mal zur Seite weg, können die Krümmer hier abmachen. Jetzt ist auch der Zünderkopf komplett lose. Und dann schauen wir mal, was hier hinten noch dran hängt. So kommen wir jetzt auch auf jeden Fall besser dran. Ich sehe, hier ist ja noch ein Temperatursensor dran. Hier hängt noch ein Kabel. Wir müssen das Zündmodul hier auf jeden Fall noch abmachen hinten. Und dann haben wir noch einen Wasserschlauch. Da kommen wir jetzt auch so noch nicht ganz einfach dran. Aber gleich. So, der Stecker ist auch ab. Hier ist auch wieder so einer mit einer Klammer. Da müssen wir die Klammer natürlich wieder drauf. Und auch zur Seite einmal legen. Dann geht es weiter. Hier hinten unten ist noch eine 12er Schraube vom Zündmodul. Die versuchen wir jetzt auch mal irgendwie noch hier abzubekommen. So. Das hier alles zur Seite. Dann haben wir hier auch den letzten Wasserschlauch dran. Den machen wir jetzt hier oben ab. Und dann können wir den Zylinderkopf auf Werkbank bringen. So, hier ist noch ein Masseband dran, habe ich gerade gesehen. So, und jetzt nehmen wir den Kopf einfach und bringen den einmal zur Werkbank. So, und da haben wir unseren Zylinderkopf. Der ist runter, hier ist noch die Abgaskrümmerdichtung drauf. Die kommt natürlich auch neu. Und wie gesagt, ich mache jetzt noch ein bisschen sauber vorher. Ich habe mir gerade schon die Nocken angesehen. Das sieht alles ziemlich gut aus. Also der Wagen hat tatsächlich auch noch nicht viel gelaufen. Von daher würde ich sagen, ist hier alles in Ordnung soweit. Er klackert ja auch nicht, wo man denken könnte, ah, Hydrostößel oder sowas. Nee, da mache ich mir jetzt einfach keine Sorgen. Aber wie gesagt, er hat ja ein Problem. Die Zündkerze am vierten Zylinder ist ja weggerostet. Da muss ich mir jetzt noch genau überlegen, wie ich das mache. Aber das zeige ich euch im nächsten Video. Ich denke mal, das war jetzt schon lang genug. Und ja, würde sagen, ja. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, im nächsten Video hole ich die Zündkerze, die Defekte raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Macht's gut. Ciao.